So, und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pikmin 2. Ja, lang ist es her, aber wir sind wieder dabei. Und mit diesem spontanen Reim würde ich sagen, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen. Für die Leute, die sich das im Nachhinein mal ansehen, muss ich ganz kurz erwähnen, ich komme gerade aus meiner längsten Pause, die ich je auf YouTube hatte. Und zwar gehen die über ein halbes Jahr, muss ich ganz kurz mal erzählen. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Video nach dem Comeback und ja, ich würde sagen, ohne groß zu labern, legen wir einfach los. Es wird vielleicht ein bisschen schwierig, mich wieder ein bisschen einzufinden, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Gut, ich würde sagen, ich erzähle gleich mal warum, aber wir gehen heute ins friedvolle Tal. So. Und zwar, es ist etwas passiert. Das ist schon mal in diesem Let's Play passiert, aber wie soll es auch anders sein? Musste es nochmal passieren, besonders in einer so langen Pause? Tja, wie soll ich sagen? Der Spielstand, mit dem ist irgendwann mal was passiert und das ist jetzt nochmal passiert, er war komplett weg. Der ganze Spielstand war weg. Ich muss ganz kurz mal nachdenken. Ja, wie gesagt, der ganze Spielstand war weg. Einfach finito weg. Er war einfach nicht mehr da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr warum. Das ist schon sehr lange her. Das war sogar relativ früh, nachdem alles, ne, pausiert wurde. Und ja, wie ihr seht, spielen wir trotzdem weiter. Das liegt natürlich daran, dass ich mal wieder den ganzen Spielstand hergestellt habe und ich sag mal so, es ist schon ein wenig frustrierend, wenn man bedenkt, dass wir das Spiel eigentlich schon durch haben. Wir haben dieses verdammte Spiel schon durch. Wir sind nur gerade dabei, das zu komplettieren. Das heißt, ich durfte das ganze Spiel nochmal durchspielen. Nicht nur durchspielen, sondern ich muss natürlich auch genau darauf achten, dass ich exakt alles genauso wiederherstelle, wie es war. Das heißt, ich habe jeden einzelnen Pikmin, so wie er vorher hier war, natürlich so wieder angeordnet. Das heißt, ich hatte eine bestimmte Anzahl gelbe Pikmin, blaue, rote, weiße und lilane. Die musste ich natürlich neben exakt den Schätzen, die wir hatten, auch nochmal häufen quasi, zusammensammeln. Ja, das war eine schöne Erfahrung. Habe ich tatsächlich auch geschafft. Ich habe es sogar geschafft, exakt die richtige Poco-Zahl zu erreichen. Ja, da bin ich ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. Weil es gibt ja wenige Mobs, die halt ein Poco oder so geben. So, jetzt aber schnell. Nur die blauen. Ja, perfekt. Wie gesagt, es gibt halt wenige Mobs, die ein Poco geben. Deswegen muss ich achten, dass ich exakt gerechnet natürlich die richtige Poco-Anzahl finde. Ja, den Rest habe ich halt nochmal gestern Nacht gemacht, dieser Feinoptimierung, wie gesagt. Ja, und ansonsten sollte ich vielleicht mal erzählen, warum wir überhaupt in das mysteriöse Gebiet gehen. Wir haben doch hier schon alles. Das liegt natürlich daran, dass ich heute was geplant habe. Und zwar, wir sehen jetzt hier aktuell den Pikmin-Stand. Wir sehen, ja, ein paar rote, ein paar gelbe, ein paar blaue. Wir haben natürlich jetzt welche dabei, die sind nicht dabei gezählt. Aber wenn man sich die weißen und die lilanen anguckt, dann sieht man, dass uns da noch ein bisschen fehlt. Und ich habe geplant, dass wir in dieser Folge einfach mal das Ganze aufstocken werden. Zack, wupp, wupp, wupp. Und ja, das ist für heute auf jeden Fall der Plan. Denn auch für einen gewissen Schatz in der vierten Ebene, also in dem vierten Level, nenne ich es jetzt einfach mal, da brauchen wir auch, das Ding hat ja ein Gewicht von 1000, das heißt, wir brauchen genau 100 Liter der Pikmin. Und, ja, allgemein müssen wir den Vorrat einfach mal aufstocken, weil wir haben da viel zu wenig von. Wir haben im ganzen Projekt die Pikmin kaum genutzt. Und ja, wie gesagt, wir brauchen es ja eh, also von daher machen wir es einfach mal, damit wir auch mal ein bisschen, naja, ein bisschen rabiater mit denen umgehen können, weil ständig, ah, guck mal, da geht schon los, ständig aufzupassen von wegen, oh mein Gott, ein weißer oder lilaner Pikmin könnte sterben. Eigentlich ist das ja total rassistisch und politisch inkorrekt, dass wir hier nach Rassen und Farben sortieren. Aber das ist mir egal. Denn hier ist es halt so ein Pikmin.
So, die singen fröhlich vor sich her. Ich bin mal gespannt, wann wir auch wieder mal einen Zeitpunkt erreichen, in dem wir von jeder Sorte 20 wieder dabei haben. Ich würde mal gerne wieder dieses schöne Lied hören. So, die Lithopoden lasse ich mal. So, da hinten geht's weiter. Der Vorteil ist, das geht natürlich relativ schnell, da wir hier keine Schätze oder sonst was farmen müssen. Und hier ist auch der Vorteil eben gegenüber anderen Höhlen, dass wir hier keine Mauern oder sonstiges zerstören müssten. Was ja zwischendurch mal vorkommt, auch wenn man ein Gebiet schon erledigt hat. Ja, um in die nächste Ebene zu gelangen. Und hier sind wir schon in einer der wichtigsten Ebenen, und das ist Ebene 4. Das muss ich ganz kurz separieren. Weil die Weißen will ich nicht dabei haben. Denn Weiße in Weiße umzuwandeln wäre schon ziemlich hirnrissig. So. So. Keine Ahnung, warum jetzt die Roten dann glauben. Ist halt so. Das war auch verdammt ärgerlich. Am letzten Tag, den ich hier wieder hergestellt habe. Ach komm, ich flöte mal. Hallo? Ich will mal aufpassen, dass sie den Honig nicht schlürfen. So, am letzten Tag, den ich hier in der Wiederherstellung verbracht habe, war ich halt auch hier öfter. Natürlich, um die Weißen und Lilanen wiederherzustellen. Weil, als ich das Ganze mit den Schätzen soweit fertig hatte, hatte ich, glaube ich, nur 5 Weiße, 10 Lilane. Die musste ich dann halt hier wieder herstellen. So. Zieh dir mal den Scheiß ans Land. So. Und ja. Das habe ich dann halt gemacht. Und das Ärgerliche war, dass ich mich da verrechnet hatte. Und zwar habe ich schon, weil der Tag fast vorbei war und ich ja halt nicht einen Tag weiterspielen durfte, weil es war halt schon Tag 21 und heute sind wir im Tag 22. Aus dem Grund musste ich mich halt beeilen und der Tag war halt schon fast vorbei, deswegen musste ich alles hier in der Höhle regeln. Nämlich auch die letzte Optimierung der anderen Pikmin, weil ich hatte dann extra so viele gesammelt, dass ich von jedem Überschuss hatte. Und den Rest wollte ich dann halt hier in die Tiefe schmeißen, weil, ne, geht ja. So, habe ich dann alles gemacht, alles schön. Okay, haben wir jetzt alles. Und dann habe ich mich verzählt und 10 Rote zu viel weggeschmissen. Ah, und dann konnte ich nochmal hier rein, bis auf Ebene 8, denn auf Ebene 8 haben wir nicht nur lilane Blumen, wie wir hier auf Ebene 4 natürlich weiße Blumen haben, haben wir auf Ebene 8 lilane Blumen. Aber auch noch zusätzlich... Scheiße, das würde uns jetzt hier gar nichts bringen, fällt mir gerade ein. Denn da sind ja die Dinger, aus denen man aus einem Pigment 10 machen kann. Weißt du, ne? Oder auch, also blau, gelb und rot. Die Farben gibt's da ja. Und das kann man da halt ganz gut nutzen eigentlich. So. Ich denke auch, dass wir heute... Oder schauen wir mal, was wir da noch machen. Ich muss natürlich gucken, dass ich jetzt die Folgen nicht übel lang mache, weil... ja, ne? Warte mal, gerade ganz kurz Konzentration, bevor hier noch was kaputt geht. So, da lang. Nein! Nein, 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 nein! Okay, die Gelben dürfen ruhig. Aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein hier. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen hier. Alter, ein halbes Jahr nicht. War schon krass. Naja. Naja, naja, so ist es halt. Gut. Wir sind fast auf Ebene 8. Und währenddessen überlege ich natürlich, wo ich gerade stehen geblieben war. So. Okay, hier ist sehr gefährlich. So. So, ihr bleibt da. Meistens ist es auf Ebene 3, wie wir gerade das Ganze auch hatten, dass da noch eine weiße Blume ist. Das ist aber nicht immer so. Das hatte ich jetzt auch im Wiederherstellungslauf auch des Öfteren. Aber nur auf dieser Ebene. So, und wir haben es geschafft, Sublevel 8. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Und zwar nach dem Comeback-Video, das ich ja jetzt wahrscheinlich mit diesem hier rausbringe. So, da seht ihr auch schon die verschiedenfarbigen. Dass ich wahrscheinlich mit diesem hier rausbringen werde. Ja. Möchte ich es erreichen, dass ich wirklich kontinuierlich... Also es schaffe als Challenge quasi kontinuierlich jeden Tag wenigstens ein Video zu bringen. Deswegen
bevor ich das Ganze auch raushaue, bin ich jetzt gerade dabei, auch ein bisschen vorzuproduzieren, weil, zu dem jetzigen Zeitpunkt, an dem ihr euch das jetzt anseht, habe ich meine Ausbildung begonnen. Und zu meinem jetzigen Aufnahmezeitpunkt ist die Ausbildung morgen. Also der erste Tag ist morgen. Bin ein bisschen nervös, kann man sagen. Aber ich denke mal, das ist normal. Und dann schauen wir einfach mal, wie das wird. Warte mal, Olimar, wo bist du? Hallo? Wo ist Olimar? So. Ach, da kommt echt nur einer raus. Ich dachte, da kommen jetzt... Ah, stimmt. Ist ja logisch. Das war nicht dumm. Ich dachte, da kommen jetzt natürlich 10 raus. Und ich kann dann halt nächstes Mal pflücken, aber... Man kann ja nicht mehr als 100 da haben. Das zählt ja auch für die Eingepflanzten. Verdammt. Ach, egal, komm. Um die geht's jetzt auch nicht. Und wie gesagt, deswegen wollte ich die Folgen halt nicht so lange halten jetzt, damit ich, wenn ich es ein bisschen vorproduziert bekomme und je mehr ich jetzt vorproduziert bekomme, desto früher kann ich das Video raushauen. Die Information wird euch jetzt nichts bringen, weil ihr das ja schon seht. Oh nein. Aber dann habt ihr wenigstens die Begründung, warum es genau jetzt kommt. Und, wenn ich die halt länger machen würde, die Videos... Oh, blauer Schleim. Ja, dann wäre es halt... Nein! Alter, das war knapp. Ach, verdammt. Dann wären sie halt noch später gekommen. So. Gut, ich möchte mit dem Pikmin fliehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube... Pass auf. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so. Und zwar, dass wir einen Durchgang hier gemacht haben. Und ich will jetzt auch nicht die ganze Folge hier in der Höhle verschwenden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und zwar vielleicht in der nächsten Folge gehen wir noch einmal hier rein oder noch zweimal, damit wir für beide Sorten 100 erreichen. Schauen wir mal ganz kurz. Was haben wir jetzt? Nice. Zweimal noch rein, dann haben wir es auf jeden Fall. 65 ist sehr schön. Cool. So, was ich mich gerade nur frage, ist folgendes. Ich möchte eine schöne Zahl haben. 65 gefällt mir. Beziehungsweise, was ich mich frage, ist, wo ich den nächsten Schatz finde. Und was ich noch erzählen muss, ist, dass mir ein Fehler unterlaufen ist bei den Schätzen. Ich glaube, ich habe einen falschen Schatz aufgesammelt. Das ist aber nur hier der Fall, in diesem Level. Das heißt, überall sonst ist es perfekt. Nur hier habe ich irgendeinen Fehler gemacht und da habe ich einen Schatz geholt, den ich wohl im Let's Play noch nicht hatte. Dafür fehlt mir jetzt einer, den wir im Let's Play schon hatten. Und das wird wahrscheinlich der hier sein. Und zwar, was wir im Let's Play noch nicht hatten, war die Krone. Nicht die Krone, sondern das, was wir von diesem Feuervieh da hinten bekommen haben. Ich glaube, der hat Asthma. Da hinten, das von dem Feuervieh, das kann ich euch ja nochmal zeigen, falls ihr nicht mehr wisst, wie das aussieht. Da hinten. Da hatten wir das, glaube ich, hier liegen oder so. Das habe ich wohl aus Versehen schon mitgehen lassen. So, dafür fehlt mir was anderes, aber wo? Oh, hier sieht's gut aus. Ist das da oben? Siehst du, hier schlägt er aus. Hier nicht mehr. Oder ist es da hinten? Ah. Ah, oh, Alter, das habe ich noch nie gesehen. Eine fette Bärenstatue, Alter, und ich habe die noch nie gesehen. Wozu habe ich zwei Augen bekommen? Die benutze ich ja gar nicht. Alter. Okay, dann kommt mal ran. Wir müssen da was regeln. So, vermutlich gehe ich dann heute noch einmal rein. Ich glaube, wir hören jetzt ein oder zwei Schätze und dann gehen wir noch einmal rein, damit wir in der nächsten Folge nur noch einmal da rein müssen. Und in der nächsten Folge auch alle Schätze holen können. Ich glaube, da kommen nur die gelben, ne? Ich habe nicht genug dabei. Das sehe ich jetzt schon. What? Nicht mal die gelben. Da brauche ich andere Taktiken. Ah. Ah, natürlich doch die gelben. Lol. 25. Nice. Kann ich doch direkt vergessen hier. Ach ja, die Pikmin machen schöne Geräusche. Wobei, ich habe die jetzt nicht so schön nachgemacht, wie die eigentlich klingen, aber... Was sind denn das für Ansprüche, die jemand stellt? Wenn er sowas von mir erwarten würde. So. Alter, wie viel kann ich denn noch rufen? Ich glaube, die Zahl stimmte nicht ganz. So. Ja, und natürlich, was halt nicht ganz genau stimmt, ist die Anzahl der Blumen-Pikmin.
bei den verschiedenen Farben. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, beziehungsweise ist auch gar nicht möglich, dass ich genau die Anzahl der Blumenpigmente, die ich vorher hatte, wieder herstelle. Beziehungsweise auch Knospen muss man natürlich auch beachten und Blätter. Nee, also irgendwo habe ich auch meine Grenzen. Ich denke mal, die sind schon sehr weit ausgereizt. Also verhältnismäßig. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt gefühlt schon dreimal durchgespielt. So. Dann rutscht mal da runter. So. Und ihr macht den Rest. Stellt euch da unten hin. Und ich suche in der Zeit den nächsten Schatz. So, wie gesagt. Hier, den haben wir. Die Krone, aber welcher Schatz war das denn, den wir schon hatten? Nehmen wir über sich da voll den leichten. Können wir hier sehen, wie viele Oberweltschätze wir haben? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich doch, ich sehe es gerade nicht. Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten 5 von 7. Das dürfte der 6. von 7 sein. Ach, wir müssen auch noch in der Höhle, ne? Verdammt. Das habe ich gar nicht beachtet. Oh, war da falsch? Stimmt, eine Höhle müssen wir noch. Dann will es sein, dass ich jetzt gucke, dass ich die ganzen Schätze finde, oder? Da hier, bestimmt die Batterie fehlt uns noch. Ich bin mir ganz sicher. Oder hier, oder... Hä? Ich glaube, es ist irgendwo da. Höhle des Ursprungs. Oder hier. Ein bisschen schlägt er aus, aber das ist ja normal. Also hier kann ich jetzt nichts orten. Oder? Nee. Hier sehe ich gar nichts. Was ist denn da hinten? Aha, der Kollege. Nee, also hier ist nichts. Ich denke mal, das ist wirklich da in dem getrockneten Bereich. Ah, das ging aber fix. Alter, nur gelbe. Alter, nice. Versteinerter Ursider. Voll der Ursaring. So, schauen wir nochmal hier. Hier ist auch nix. Alter, das kann doch nicht sein. Was ist da los? Aha. Aha. Ja, was ist denn da? Oh, aha. Natürlich war der. Ja, ich habe schon richtig vermutet. Pass mal auf, dann machen wir das so. Wir sind jetzt richtig rich, was die Weißen angeht. Dann lassen wir direkt 35 mitgehen, das ist voll geil. Ich bin mir ganz sicher, dass es geil ist. So, pass auf, 84, alter, nice. Alter, alles Blumen. Cool. Ach, ich wünschte echt, man, die hätten eigene Zwiebeln und man könnte die wirklich, ja, ganz normal bekommen. Das ist hier total scheiße gelöst, finde ich. Also mir gefällt es nicht, immer in Höhlen zu gehen und da und bläh und bläh. Finde ich persönlich ziemlich beschissen. Bin gespannt, wie das in Pigment 3 gelöst wurde. Habe ich ja noch nie gespielt. Ihr wisst es wahrscheinlich, also bitte nicht spoilern. So. Ja. Das werden wir dann sehen, wenn wir das Ganze hier aufnehmen und let's playen und kommentieren und... Ach, das Ding ist das. Alter. Das Billo-Teil hier. Das will doch keiner haben. So, pass auf, dann komm du mal her. Du bringst alles zurück. Dann machen wir da hinten Bestandsprobe und gehen noch einmal in die Höhle. Und dann können wir auch den Tag schon hier beenden, würde ich sagen. Weil sonst ist hier nichts mehr so viel Sinnvolles zu tun. So, 50 stachelige Leckerei. So, ein Schatz ist hier noch irgendwo, den suchen wir da. Oh, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich war mir relativ sicher, dass wir alles hier haben. So, da kommen wir ran. Krass, Alter, wir haben alle Oberweltschätze aus dem ersten Level ergattert. Finde ich cool, finde ich sehr cool. So, rein mit euch. Ja, ja. Hip, hip, hip. Zack. Oh nein! Keinen Bock zu ernten. Nein.
noch mehr zu ernten. Ja, komm, wachs schneller da. So, diesmal werde ich es nicht vergessen. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich hätte es so oder so machen müssen. 75 ist perfekt. Denn warum sollte ich die Chance nicht nutzen, 18 kostenfreie Pigment zu bekommen? Einfach so? Ja, da wäre schon ziemlich dämlich. So, zwei Blattpigment. Das ist immer total ätzend. Du hast fast alles voller Blumen. Und dann hast du so zwei Blätter, die einfach hinterherlaufen. Da habe ich lieber zwei Blumen und 70 Blätter. Und in dem Fall dann 73, sorry. Da habe ich jetzt nicht so genau nachgerechnet. Aber, ne? Wisst ihr schon. Naja. Ich mag sie ja trotzdem alle. Sie sind so niedlich. So, der nervt mich da immer ein bisschen, wenn ich hier vorbeilaufe. Bling, 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 bling. So. Hoch, schnell! Bevor er drauf geht. So. Wir haben es geschafft. So, es tut mir leid, wenn das jetzt nicht so ultra spannend ist, wie das, was ich sonst bringe, was natürlich sowas von spannend ist. Das habe ich gar keine Worte für. Warte mal. Ja, komm. Mach Pause hier. So, da lang. Aber naja, muss halt sein, ne? Ist wie Minecraft Terraform, muss auch sein. Alter, der will mich hier catchen. Aber es gehört halt alles zum Spiel, ne? Ja, ich freue mich wieder ein bisschen. Bisschen aufnehmen, bisschen hier, bisschen da. Ist halt was Besonderes. Und wie gesagt, jetzt aktuell, ich wollte in der Pigment Let's Play nicht so viel zum Aktuellen erzählen. Aber dass das erste nach dem Comeback ist. Wir hatten das doch schon mal, ne? Zum Comeback. Mitten im Let's Play. Hatten wir schon mal, aber da war halt so ein kleiner Ausfall. Okay, was heißt klein? Das war bestimmt ein Monat oder so. Ist natürlich auch schon groß, aber sind halt andere Dimensionen. Für Leute, die sich interessieren, warum das war und die wirklich Bescheid wissen, einfach mal ein 2-Jahres-Special vorbeischauen. Da ist alles erklärt. Rund um das Jahr der Toten Hose. So. Ach, verdammt. Und ich hasse meinen Controller, der immer so hart nachzieht. Das hat mir schon so einige Pigment gekostet. So, raus mit dem Salat. Okay. Ja, falsch. Ja, hör auf hier zu pfeifen. Deswegen hört man auch ganz Zeit diese Mucke. Weil der Controller einfach irgendwie nachzieht. Warum nehme ich die eigentlich mit? Ach, was ich übrigens herausgefunden habe, das ist mir völlig neu gewesen. Und zwar, pass mal auf. Wenn ich jetzt diesen Knopf gedrückt halte, bekomme ich eine neue Perspektive. Alter, guck dir das an, wie riesig die sind. Oh shit. Alter, da kriegt man schon ein bisschen Angst. Das heißt, es ist schon fast Ego-Perspektive. Jedenfalls sind wir schon auf Augenhöhe mit ihm. Sind zwar natürlich nicht Ego, sondern hinten, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist schon ganz geil eigentlich. Natürlich jetzt nicht sinnvoll oder so, aber mal interessant. So. Die Weißen, auch wenn wir die im Überfluss haben. Verglichen mit den Lilanen nehme ich natürlich trotzdem mit, ist ja klar. Huch. Voll daneben gesprungen. Hallo? Einer ist drin. So, dann mal los. Wow, ey. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal 20 weiße Pigmen. Wie viel hatten wir? 86 oder so? Ich glaube, es war 82, okay. 82, das heißt, da haben wir unser Soll schon erfüllt. So, dann mal rüber. Ach ja, und was natürlich auch anders ist, ist nämlich die relativ zufällig generierten Nachrichten, die wir am Ende bekommen. Wenn wir einen Tag beendet haben, bekommen wir von verschiedenen Personen Nachrichten. Die sind natürlich jetzt auch anders und es könnte sein, was ich aber nicht glaube, dass wir Nachrichten bekommen, die wir schon mal hatten. Und jetzt halt Nachrichten nicht bekommen, die wir eigentlich hätten bekommen können, die jetzt aber schon gelaufen sind. Zum Beispiel war ganz interessant, ich glaube an Tag 20,
Warte mal, da. Ne, da hinten. An Tag 20. Da habe ich, war ganz lustig, da hat keine bestimmte Person geschrieben, sondern da stand einfach Spam-Fragezeichen. Und da hat jemand irgendwie einen Spam geschrieben. Weiß gar nicht mehr, was da drin stand. Vielleicht bekommen wir das ja normal oder ich zeig das mal oder so. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, die Pyklopädie zu zeigen. Oder wie auch immer sie heißt. Hab's lange nicht mehr gespielt, sorry dafür. wie gesagt, habe ich vergessen zu zeigen. Jetzt aber auch nicht so schlimm, mir ist aufgefallen, ich habe damit viel zu viel übertrieben. Ich werde auch nicht mal den ganzen Kram vorlesen. Ich werde vielleicht einmal durchscrollen und zeigen, wow, wow, wow. Guck dir das mal an. Vielleicht werde ich den Text runterscrollen, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, da hat mich mein ehemaliger Komplettierungswahn, den ich mittlerweile hoffentlich ein bisschen zurückgeschraubt habe, ein bisschen, naja, wisst ihr schon. Manche Dinge, da kann man auch mal ein bisschen übertreiben. So. Aber naja. Man lernt ja nie aus. Bam, bam, bam. So. Ab nach da hinten. Ich hoffe, das Vieh schießt mich nicht wieder ab. Also meine Pikmin da hinten. Oh ne, der Abstand ist gut. So weit laufen die nicht. Jedenfalls, solange man die nicht provoziert, das zu tun, dann geht das eigentlich so. Wir haben eben eine 8 erreicht. Und haben jetzt schon sehr gut aufgestockt und noch einen Schatz gefunden. Also ich würde sagen, heute ist geil. Haben wir auf jeden Fall jetzt auch das Gebiet hier soweit fertig, bis auf die eine Höhle, die noch fehlt. So, blaue haben wir viele, dann hoffen wir mal die. Boah, an Tag 20 hatte ich, glaube ich, über 350 blaue. Und dann habe ich genau das hier gemacht, was ich jetzt gerade mache. Und einfach instant, glaube ich, 100 blaue umgewandelt in andere Pigmen halt. Lila, weiß, rot, gelb, alles mögliche. So, das heißt, ich habe gleichzeitig das aufgestockt, was ich brauchte und das verloren, was ich verloren, ja, musste. Verlieren musste, so. Dachte ich mir, da ist doch was falsch von dem... Oh nein! Ich hasse diese Viecher. Alter, wie langsam der gerade gelaufen ist, warum? Was war da los? So. Oh nein, das ist schlecht. Ach, verdammt. Ich werde natürlich versuchen, möglichst viele Blumen hier rauszuholen. Aber da sind noch relativ viele Eier, die wir kaputt schlagen können. Und da sind dann ja meistens lecker Sirups drin. Voll geiler Deutsch, ich weiß. Hallo E-Beams, 1 Abiturient. So. Sorry. Okay. Dann nochmal hier. Was relativ einfach war, ist, dass ich hier links den Sirup, den wir sehen, den konnte ich natürlich schön dosieren. Wobei das ist das, was auch noch nicht ganz stimmt. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was nicht ganz stimmt. Und zwar die Anzahl der Beeren, die ich hatte. Es ist ja so, dass man 10 Beeren sammeln muss. Ich glaube, ich habe jetzt von jedem 5 oder so. Da habe ich jetzt auch nicht so genau drauf geachtet. Man merkt, ich schluder. Naja, okay. Gut. Haben es geschafft, oder? So, gut. Dann packen wir alle rein. Können wir den Bestand direkt mal prüfen. Nice, Alter. 104 weiße. 80 lilane. Ich glaube, wir müssen mehr als einmal rein. Wobei, ich glaube, wir gehen dann einfach in der nächsten Folge direkt in die Höhle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die aussieht. Und vielleicht kommen wir ja da an lilane, verlieren welche oder wie auch immer. Aber ich würde sagen, wir gehen zum Sonnenuntergang, haben eine schöne Gesamtsumme und so geht auch ein schöner Tag wieder mal vorbei. Und falls sich Leute gefragt haben, ob in Pigment 2 noch Facecam kommen wird, nein.
Erst dann später. Und jetzt kommt erstmal der Tagesbericht. So, ein bisschen haben wir ja was. 210 ist ja wenigstens besser als gar nichts. Oh, oh, oh. Ja, okay. Man muss natürlich opfern. Aber wir haben insgesamt Pikmin dazu gewonnen. Das freut mich. Papa, ich gehe in die Vorschule. Mama sagt, ich kann da... Mama sagt, ich kann keine Dame werden, wenn ich nicht brav lerne. Ist das jetzt eine brave Mail? Sag's mir. Ja, ich kann super synchronisieren. Das ist ja nichts Neues. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich wieder am nächsten Mal. Und hoffentlich geht's jetzt wieder richtig los. Sag ich doch mal, sorry dafür. Für die Leute, die es ja später anschauen. Aber das war's. Haut rein und ciao. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.